Ey, was gehen denn hier für dicke Zander dran, Alter? Bäm! Nächster feister Zander. Ja, cooles Ding. Nicht schlecht. Ich teste hier gerade einen schönen entspannten Spot am Ladoga-See. Es sind allerdings auch schon ein paar Hechte reingegangen, deswegen bin ich nicht ganz so fein unterwegs. Aber schon der nächste Zander jetzt hier wieder in einem guten Gewicht. Bin jetzt hier so ein bisschen rumgetuckert, hier schön in dem Bereich und teste gerade auf verschiedenste oder an verschiedensten Stellen. Zack, da geht der nächste Kleine hier rein. Ja, hier hinten an den Bojen. Jetzt schaue ich mir das gerade nochmal eben an. Der Olli hatte nämlich hier Bach Saibling Trophy mit über 5 Kilo gefangen, Alter. Bach Saibling Trophy. Immer noch nicht gefangen. Hoffe ich natürlich drauf. Wäre natürlich der Oberhammer. Schönes Teil. Richtig gut. Auf Texas Rig mit dem grünen Schaugummi. Zack, habe ich dran. Gehe ich aber gleich im Detail nochmal drauf ein. Und dann, ja, hat er hier schön gezogen. Und ich ziehe gerade kreuz und quer. Also ich habe jetzt hier, ich sag mal, den gesamten Bereich bis hinten zur Felswand abgesucht. Alter, hier war eine Mücke. Die jage ich auch noch. Kannst du nicht ausdenken. Mücken, Alter. Also, abgesucht und einiges rausgezogen. War auch schon gar nicht so schlecht. Aber jetzt geht es noch weiter hier mit diesem Set sozusagen. Also, gucken wir nochmal kurz rein. Relativ oder ein bisschen größer eingestellt das Setup als sonst normalerweise. Normalerweise bin ich hier dünner unterwegs, aber wie gesagt, ich hatte schon einige Hechte drauf und die waren, gucken wir mal kurz nach den Hechten, gewichtsmäßig, ja, bis über 3 Kilo. Und wenn ich hier mit 7, 8, hier fliegt die Mücke. Verdammten Mückenviecher. Und wenn man die halt zu dünn wählt, die Schnur, dann kann es knapp werden. Wollen wir nicht. Ha! Hier! Erwischt die Sau. So. Jetzt der Saibling. Jetzt der Saibling. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Alter. Zack und zugegriffen. Nächste Mal mit 2 S-Stäbchen, ey. Auch kein Problem. So. Nochmal hier erstmal schön in die Jig-Führung wiederkommen. So, jetzt zack und sofort bis. Siehst du, so soll das doch, ey. Perfekt. Also, ganz coole Ecke hier. Ich war schon lange nicht mehr hier, die letzten Male immer so gegenüber vom Leuchtturm. Da gab es ja auch zuletzt eins dieser Short-Videos ohne Text, beziehungsweise ohne Gespräch, sondern nur mit Text. Denn genau, das war ja hier. Aber hier kann man sagen, gar nicht verkehrt. Und ich habe auch schon in die andere Richtung geworfen, ging auch. Also kann man gut machen. Der andere, der letzte große Zander, der war, gucken wir mal eben rein. Genau, 4, noch was, 6, noch was, der war in die andere Richtung. Also auch das geht durchaus. Hier war der Schaumgummi 003. Das ist, wie gesagt, hier der orangene. Rote Perle drauf. Und ich ändere jetzt hier nochmal, denn wir wollen ja die dicken Brocken. Ich gehe nochmal auf 1-0er Haken. Und jetzt wieder auf den grünen. Der ist jetzt ziemlich durch. Den hatte ich gerade noch verwendet, aber jetzt nehmen wir mal den. Und gucken wir mal, ob da noch was geht. Also, wie gesagt, bisher echt okay. Einholgeschwindigkeit, nicht ganz so super schnell auf 30. Erstmal schön absinken lassen, bis es schön auf dem Grund liegt alles. Und dann locker flockig einkurbeln. So. Und dann eine Drehung, bisschen warten. Eine Drehung und so weiter. Und dann lüpft gleich der Lachs, beziehungsweise der Zander. Na, hänge ich da jetzt gerade an der Schrägen? Es gibt ja eine Stelle hier, die nicht ganz so ideal ist. Ne? Das ist das hier. Das heißt, wenn man hier genau in dieser Ecke landet, dann ja, jiggt man quasi gegen die Schräge. Das geht ja hier tiefer runter. Und dann kann das schon mal passieren, dass es ein bisschen schwierig ist. Es zieht auch gerade so ein bisschen. So, vielleicht jetzt gleich.
Genau, und dann geht's auch direkt wieder los. So soll das, sehr schön. Ja, aber genau in dem Bereich eigentlich immer eine gute Sache, gerade in diesen Bereichen, wo eben solche Kanten sind. So Gewässerkanten sind immer interessant. Man sieht das ja manchmal so am Archipel, wenn man da so rumbrettert. Da gibt es dann häufig an so Gewässerkanten, werden halt so Populationen von Fischen angezeigt. Alter, jetzt wird's aber wild hier. Sumpfelritze? Ich dachte schon, die Stinte sind hier die lützten Dinger, die hier reinballern. Aber Sumpfelritze, Alter, ist der Hammer. 44, ich bin gerade ein bisschen abgetrieben. Ich sehe gerade, der Wind kommt aus dem Norden. Ein bisschen weiter vor jetzt an dieser Boje. Da stand ich gerade. 94, nicht 44, 94, 50 ist das. Und von dort aus so ein bisschen mehr in Richtung Nordost hat er geworfen. Das heißt, ich werfe da jetzt gleich nochmal hin. Das heißt, ja, komme ich da hin? Ja doch, müsste ich auch eigentlich hinkommen. Also 94, 50 von den Koordinaten und in Richtung Nordost geworfen. Das heißt, wenn wir da, ich fahre da jetzt gleich einfach nochmal hin. Ich bin jetzt schon ein paar Meter weggetrieben hier. Wenn wir da gleich an der richtigen Stelle stehen, dann ballert man raus und zwar wirft man quasi bis hinter die Bojen. Das kann so ein bisschen tricky werden. Auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr genug Schnur drauf habt. Bedeutet, es gibt ja auch diese 10.000er Schnüre und sowas. Ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber so 450 Meter Schnur mit so einer Ultra Braid ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass man da mal so ein bisschen auf Nummer sicher geht. Wie gesagt, Vorfachsstärke bin ich jetzt gerade eh so auf 12 Kilo. Also, ich ziehe nochmal eben zurück. Gucken wir mal kurz rein hier. 12,7 und es gibt ja, wie gesagt, hier diese, super, hier sind sie, 12,8, 450 oder ich nehme mal hier die 1000 Meter da drauf. Zack, haben wir jetzt schön Kilometer Schnur, beziehungsweise 500 Meter Schnur auf der Rolle. Schmeckt, Bremse ein bisschen runter, weil wir ein bisschen weniger Tragfähigkeit haben jetzt. Beziehungsweise, ne, müsste noch passen. Vorfach hat sich ja nicht geändert. So, jetzt sind wir hier wieder schön an der Boje. Motor aus mit G, Anker reinschmeißen mit K, aufstellen mit Y. Und dann abgeht ihr nach Nordost. Zack, ich werfe mal jetzt nicht so ganz volles Met raus, ne? Weiß 45% aufgeladen, schön absinken lassen. Und dann gucken wir mal, ob hier gleich noch was reinballert. Wohin sind wir? Wohin kommen wir da? Ja, guck mal. Perfekt. Das ist perfekt. Genau hier in diesen Schniepi rein. Sehr, sehr, sehr gut. Gut, gut, gut. Der Olli, Alter. Gute Idee. Genau dahin. Das heißt, wir haben an, zack und bis, wir haben an beiden Seiten Gewässerkanten und an beiden Seiten quasi die Möglichkeit, dass da noch ein paar Fische stehen. Ne? Nicht schlecht. Ähnliches dann natürlich auch in anderen Bereichen testen, wo es dann eben so, ja, oh geil, Alter, erstmal ein Barsch. Nicht schlecht. Super Trophy Barsch. Wurde nicht Super Trophy Barsch gefangen? Ich muss nochmal eben im Discord gucken. Bist du schon im Discord? Link zum Discord unterm Video. Lohnt sich. Super Trophy. Giebel. Schläfergrundel, Barsch, genau, Kruster, genau, da ist er, auf orangene Perle und roten Schaumgummi, mit einem Einserhaken groß, bah, Alter, 2,9 Kilo Super Trophy Barsch, bei strömenden Regen hat er geschrieben, cooles Ding, bam, der nächste hier rein. Übrigens, hatten wir jetzt letztens im Livestream die Vermutung, was ist denn da los, oha, die Saiblinge ballern vielleicht nicht mehr so dolle rein. Ich habe das Gefühl, dass die am Koori nicht so doll reinballern. Aber am Ladoga nach wie vor immer noch diesen heftigen Einstieg haben. Da ist er auch. Zack. Bachsaibling. Sehr schön. Den wollen wir. Zander, Bachsaibling. Bestens. Also wieder raus damit. Zack. Ja, passt. Cool. Merke ich mir auf jeden Fall, werde ich jetzt ein paar Mal noch testen. Sieht schon richtig gut aus. So, ein bisschen absinken lassen. Jigführung ist sofort drin. Kleine Drehung machen nur.
coole Ecke, coole Stelle, kann man, glaube ich, wirklich ganz gut nutzen. Wichtig, auf jeden Fall so ein bisschen auf die Dicke der Schnur achten. Wobei ich sagen muss, ich hatte letztens ja hier schon mal wieder probiert und ich war da, glaube ich, mit rund 30 Kilo Setup unterwegs. Vom, ich weiß gar nicht, wo ich da vorher war, aber auf jeden Fall deutlich zu mächtiges Setup. Und es hat funktioniert. Es sind auch einige Saiblinge reingegangen. Aber man will ja auch den ganz Besonderen, man will ja so eine Chance haben auf eine Trophy. Und die sind dann in der Regel ja dann doch noch mal ein bisschen scheuer und müssen halt richtig überlistet werden. Von daher muss man auch wirklich versuchen, auf alles zu achten. Und da muss ich auch gestehen, wenn man dann wirklich schon so fein unterwegs ist und wirklich versucht, das Letzte rauszuholen, heißt also Skillpunkte natürlich im Grundangeln im Idealfall 100%, die Montage geskillt, dann hat man vielleicht noch eine Route, so wie jetzt hier die Wechsler mit Pluswerten auf der Montage, und dann sollte man, glaube ich, auch noch Köder verwenden, die komplett okay sind, komplett in Ordnung und nicht schon 25% Verschleiß haben. Es ist nur eine kleine Reduzierung sozusagen der Attraktivität. Es ist nicht so ganz gravierend. Ich werde die auch noch weiter durchnudeln, diese Köder. Aber wenn man dann doch mal sagt, okay, jetzt will ich es aber wissen, ich will jetzt hier den ultimativen Brocken, dann nimmt man vielleicht einen Köder, der ja eine richtig gute Qualität ist, und im Idealfall, ne, man sieht es ja auch im, in der Information, das hier ist jetzt ein Köder, man sieht es da unten, Qualität 9 von 10. Im Idealfall nimmt man natürlich einen 10 von 10, beste Qualität. 9 von 10 ist zwar schon gut, man muss es ja auch nicht übertreiben. Aber ne, wenn man alles beachten will, ne, und alles rausziehen will, bis aufs letzte Fitzelchen, alle Chancen erhöhen, dann achtet man auch darauf, ne, ähnlich wie bei der Futtermische, dass eben auch bei den Ködern beste Qualität dran ist. So, ja, so sieht es aus. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Gucken wir mal, was hier noch so reingeht. Die Zander waren schon richtig geil, die haben aber auch richtig, also die nassen Säcke, ey, Quappen, Welse, Zander, hammerhart, ey, wie die sich einfach querstellen unten und einfach nicht raus wollen. Ganz, ganz wild. Aber cool. Cooler Drill, muss man halt mal ein bisschen gegenhalten. Und dann lüppt das eigentlich auch. Ja, wie gesagt, vom Setup sind wir, glaube ich, drauf eingegangen. Kescher sieht auch schon ganz gut aus. Und zack, da geht der nächste rein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich nochmal zum Shop. Ich will auf jeden Fall wissen, was das denn so kohlemäßig bringt. Finde ich halt immer wieder ganz interessant. Wie viel kriegen wir für, naja, so einen unmaßigen nicht unbedingt, aber für so einen maßigen Zander und für die Saiblinge. So, das Ticket ist ausgelaufen. Also, zack, wieder zurück in der Base. Und ja, viel getestet, einiges ist reingegangen, ein paar schöne Barsche waren dabei, kleine Stinte waren mit drin, aber eben auch Zander und Saiblinge. Ja, und das kann sich tatsächlich sehen lassen, das ist gar nicht verkehrt. Also hier die schönen Brocken, großer Zander, 45 Silber, schmeckt richtig. Aber eben auch die Saiblinge, 20 Silber, 26 Silber, richtig, richtig schön. Ja, und selbst bei den kleinen Fischen kann man sagen, gar nicht verkehrt. Und da muss ich auch echt mal nochmal gucken, ob ich nicht nochmal so eine Stelle finde fürs Stintangeln. Wenn du eine Stelle kennst fürs Stintangeln, einfach mal unten reinschreiben in die Kommentare. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an oder natürlich auch im Discord schauen, ob sich das so lohnt, oder da mal beziehungsweise im Discord mal reinschreiben, wenn dir ein Spot bekannt ist, und dann gucken wir uns das doch einfach mal an hier. Vielleicht auch mal in einem Video oder so. Also, Attacke Vollgas. Erstmal schön verkaufen hier. Zander gezogen, Saibling gezogen, alles was ich wollte. Leider die Trophy noch nicht. Noch ein bisschen weiter suchen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.